Du möchtest malen, doch dir fällt einfach kein Motiv ein. Vielleicht hast du auch Bammel vor dem ersten Strich. Ich kenne dieses Problem. Doch mit meinen 12 Malideen, die ich dir heute zeigen werde, kommst du garantiert in den kreativen Flow. Einfach Malutensilien wie Buntstifte, Wasserfarbe, Grafikmarker und Feinliner bereitlegen und schon kann es losgehen. Übrigens, mein Lieblingsmotiv habe ich ganz am Ende gemalt. Die schönsten Bilder malen wir immer dann, wenn wir einfach loslegen, Dinge ausprobieren, auch mal Fehler machen und durch Zufall neue Maltechniken entdecken. Aber nun lasst uns loslegen. Malidee Nummer 1. Ein super simples Malprojekt, welches du lieben wirst. Einfach mit Aquarellfarbe verschiedene Formen auftragen, leicht transparent, mal etwas stärker. Die Formen entstehen wirklich ganz nach Gefühl. Dann lasse ich die Farben trocknen und im Anschluss gehe ich mit einem schwarzen Marker über die Flächen. Ich male schwungvolle Blätter über die Form und die schwarze Farbe bildet einen super tollen Kontrast zum Hintergrund. Nummer 2. Ein Malprojekt, welches dir hilft, in den kreativen Flow zu kommen und Gedanken und Erwartungen einfach mal loszulassen. Mit meinen Markern ziehe ich Linien von unten nach oben. Die Linien kreuzen sich, überdecken sich, manche sind leicht transparent, manche sind intensiver. Danach zeichne ich kleine Details auf die Linien und schaue einfach, was mein Gefühl mir sagt. Nummer 3. So, nun male ich Kakteen mit meinen Grafikmarkern. Die Formen von Kakteen gehen einfach super leicht von der Hand. Jeder weiß, wie so ein Kaktus aussieht. Ich male zuerst leicht transparente Kakteen in den Hintergrund, das erzeugt Tiefe. Und danach werden die Farben immer dunkler und intensiver, sofern ich mich in den Vordergrund vorarbeite. Der Grund, warum ich Grafikmarker liebe, ist, dass man später kaum noch die gezogenen Linien sieht. Mit diesen Stiften kann man sogar richtig schöne Verläufe malen. So, und jetzt zeichne ich feine Details mit meinen Feinlinern. Bei Kakteen können das Linien sein, feine Spitzen oder auch einfach Punkte. Doch lass deiner Fantasie einfach freien Lauf, alles darf sein. Wenn du möchtest, kannst du, so wie ich, noch einen Hintergrund malen. Ich habe mich für einen Ockerton entschieden. Ein paar weiße Punkte mit einem weißen Feinliner runden dieses Malprojekt ab. Nummer 4. Ich liebe dieses Malprojekt. Ich trage verschiedene Töne Wasserfarbe auf das Papier auf. Ich ziehe die Wasserfarbe ganz leicht transparent nach unten, forme ein Gesicht sowie Schultern. Dann lasse ich die Wasserfarbe trocknen und zeichne feine Details mit Buntstiften in das Bild. Ich zeichne Blätter an den Rändern der Wasserfarbe und male später auch mit Feinlinern, mit Weiß und dunklen Feinlinern feine Blätter auf die Wasserfarbe. Desto dunkler die Fläche, desto schöner sehen Details gezeichnet mit einem weißen Feinliner aus.
So, und dann zeichne ich ganz feine Gesichtszüge in das Gesicht. Das kannst du mit Bleistift machen, mit einem Feinliner, wie du magst. Nummer 5. Jetzt geht's weiter mit den Grafikmarkern. Nochmal ein Pflanzenmotiv mit tiefem Effekt. Ich male mit transparenten, hellen Tönen Pflanzen in den Hintergrund und dabei versuche ich wirklich aus der Fantasie zu malen. Desto mehr ich mich in den Vordergrund vorarbeite, wähle ich dunklere Farben. Mach dir keine Gedanken, wenn du die Pflanzen im Hintergrund überdeckst, denn schließlich wächst in der Natur auch alles kreuz und quer. Dunkle Töne wie das Dunkelblau setzen nochmal einen richtig schönen Kontrast zum Hintergrund. Sobald deine Pflanzenwelt steht, kannst du auch schon mit Feinlinern feine Details in das Bild malen. Nummer 6. Auch ich teste immer mal wieder neue Maltechniken. Heute habe ich mich entschieden, einfach mal das Blatt mit einem Bleistift komplett zu grundieren, um danach die Form von Pflanzen und Blättern einfach mal mit dem Radiergummi auszuradieren. Dabei entsteht ein richtig cooler Effekt, wie ich sehe, und diesen ergänze ich jetzt noch mit Buntstiften. Ein harter, dunkler Bleistift setzt jetzt nochmal einen richtig schönen Kontrast im Bild. Nummer 7. Jetzt male ich ein Waldmotiv und habe mich wieder für die Wasserfarbe entschieden. Damit kann ich einen richtig tollen, tiefen Effekt erzeugen. Mit viel Wasser trage ich ganz transparent einen Hintergrund auf. Wenn dieser getrocknet ist, male ich ganz feine Äste und Baumstämme in das Bild. Ganz wenige Farbpigmente und viel Wasser erzeugen wirklich diese ganz transparenten Linien, wo man das Gefühl hat, die Bäume befinden sich in der Entfernung. Am Ende zeichne ich mit Buntstiften feine Details in das Bild. Ich habe mich für warme Farbtöne entschieden und male feine Gräser in den Vordergrund. Dann probiere ich mal feine Konturen mit dem Bleistift zu zeichnen. Das kannst du auch so machen, das muss aber nicht sein. Es ist dir überlassen, ob du dein Bild sehr real malst oder ob du es mehr abstrakt hältst.
Nummer 8. Wenn du etwas malen möchtest und dir partout nichts einfällt, ist ein Mandala-Projekt immer genau richtig. Mandalas kannst du einfach mit dem Fineliner zeichnen oder mit Wasserfarbe grundieren. Ich habe mich heute für die Grafikmarker entschieden. Ich male ein paar Farbkreise, die ineinander übergehen. Und in der Mitte male ich eine dunkle Fläche. Und dann kommen auch schon die feinen Details, die du von innen nach außen zeichnest. Für Mandalas findest du im Internet wirklich tausende von Vorlagen. Aber mein Tipp, sofern du die Grundidee von einem Mandala verstanden hast, versuch wirklich aus dem Bauch heraus deine Form und deine Muster zu zeichnen. Nummer 9. Ich liebe Pflanzen und natürlich werden wir jetzt auch noch ein Blatt malen. Dafür habe ich mir ein Monstera-Blatt ausgesucht und ich male in diesem Fall wieder mit Wasserfarbe. Das Blatt habe ich im Vorfeld mit einem feinen Bleistift vorgezeichnet. Und jetzt fülle ich die Fläche einfach intuitiv mit Wasserfarbe. Es macht immer total Spaß zu sehen, wohin die Farbe läuft und ich finde, man kann einfach nichts falsch machen. Eine Kombination aus 2 bis 3 Farbtönen ist in diesem Fall ideal. Wenn die Wasserfarbe getrocknet ist, kommen wieder die Buntstifte ins Spiel. Du kannst natürlich dein Blatt auch einfach nur mit Wasserfarbe malen. Ich persönlich liebe es, immer noch ein paar Highlights zu setzen. Nummer 10. Nichts macht mehr Spaß, als eine Schlange zu malen. Die Form kannst du einfach aus dem Kopf malen und du kannst dich frei entscheiden, wie die Schlange sich schlängelt und welche Farben du verwendest. Bei einer Schlange hat man einfach so viele Möglichkeiten. Ich habe Lust, noch ein paar Farbspritzer in den Hintergrund zu spritzen. Mit einer Zahnbürste mache ich das. Und dann lasse ich die Wasserfarbe trocknen, damit ich im Anschluss wieder meine Details und feinen Linien in das Bild malen kann. Du kannst deiner Schlange wirklich einen individuellen Look verpassen. Du kannst verschiedene Muster testen. Bei einer Schlange ist einfach alles möglich und du kannst deiner Kreativität freien Ausdruck geben. Nummer 11. Weil Wasserfarbe so viel Spaß macht, kommt gleich noch ein nächstes Malprojekt. Dabei male ich einfach einen Hintergrund, tropfe noch einen Farbfleck in das Bild und jetzt male ich einen Vogel in den Vordergrund. Wenn die Farben gut getrocknet sind, kombiniere ich das Ganze wieder mit Pflanzen und feinen Details. Versuch einfach mal, einen Vogel frei aus dem Kopf zu malen. Ansonsten findest du im Internet natürlich ganz, ganz viele Vorlagen. Thank you.
Letztes Projekt Nummer 12. Jetzt folgt nochmal eine tolle Kombination aus den verschiedenen Techniken. In den Hintergrund habe ich soeben dunkle Wasserfarbe gemalt und in den Vordergrund male ich mit Wasserfarbe verschiedene Konturen und Formen von Pflanzenbüscheln, einfach um erst einmal den Hintergrund zu schaffen. Jetzt zeichne ich mit Bleistift eine Skyline in den Hintergrund, also einfach verschiedene Häuser. Und dann werde ich im Vordergrund mit den Buntstiften etwas konkreter, zeichne Formen von Blättern in das Bild. Ich achte immer darauf, Kontraste zu setzen. Das heißt, ich gehe mit dunklen Linien über helle Flächen, mit hellen Feinlinern gehe ich über dunkle Flächen und so setze ich wirklich innerhalb des Bildes richtig schöne Farbakzente und Kontraste. Von Punkten über Linien, über Kringeln und Kritzel, es ist wirklich alles möglich und am Ende entsteht eine Art Pflanzenwelt aus verschiedenen Farben und Formen und Strichen und es sieht einfach so schön aus und ich bin total happy, denn ich habe dieses Projekt jetzt nur erreicht, da ich all die anderen Projekte im Vorfeld gemalt und ausprobiert und getestet habe. Und manchmal ist ein Bild unter 100 Motiven dabei, wo man sagt, dafür hat es sich gelohnt, die verschiedensten Techniken ausprobiert zu haben. Und ich hoffe sehr, du hattest Spaß mit den 12 verschiedenen Malprojekten. Probier dich einfach aus, teste immer neue Techniken und lass mich auf jeden Fall wissen, ob es dir gefallen hat.